Loch in der Mitte. Ich sehe das wirklich nie. Das ist total absurd. Du beschreibst dir. Du bist zum Glück ein bisschen größer, du siehst das nicht mehr. Oh, oh, oh. Schön. Ich habe gesehen, in der Mitte. Das ist. Ach, schau. Oh nein. Das war überflüssig. Ja, das war überflüssig. Das war echt überflüssig. Das muss man nicht machen. Muss echt. Ja, das war gut. Ja, sehr gut. Ja, Mike, wo? Zieh! Ja, ja. Du rausnehmen. Weiter, Heiner! Weiter! Lass es! Komm, Heiner! Komm! Ja, ich bin hey! Na, schade. Spekulieren. Das muss er wohl. So, schauen wir mal. Hauptplatz wieder gesichert. Ja, toll, ich bin hier. Keller. Weil der Trainer wird die jetzt nochmal richtig, richtig heiß gemacht haben. Ich hoffe nie, weil das war schon so ein aggressives Spiel. Das muss ich nicht noch aggressiv machen. Also, dann geht es wirklich noch Verletzte. Ist, das ist halt das Problem, weißt du? Das ist so ein. Seit 2 Jahren gab es eigentlich kein Spiel, was. Hat denn eigentlich der Postsportverein einen Fanclub? Den habe ich in der ersten Halbzeit noch gar nicht gehört. Vielleicht höre ich ihn in der zweiten Halbzeit. So, wir hatten 224 Zuschauer gemeldet. Wenn ich das ich richtig weiß nicht, verstanden. Also solche Fans sind so frei, sowas braucht kein Verein. Fliegen wir fast. Achso, wir müssen spielen jetzt aufs andere Tor, das darf ich nicht vergessen. Weißt du, was haben wir gewechselt? Oh, ich gefällt da weg. Für uns. Das ist gefährlich. Ah ja, schon geht's hier los. Na, bist du wieder da? Ja. Oh, jetzt geht's. Ich merke echt, irgendwie früh um 11 ist echt keine Zeit.
Ist ja auch nicht rum. Ja, es ist um 10. Oh, Junge! Ja. Typisches 10. Halbzeit-Feeling. Ja, oder wie letztes? War das letzte Woche, wo sie kurz nach Halbzeit noch ein Tor gemacht haben? Stimmt, alle in der 2. haben sie das 1-0 gemacht. Letzte Woche. Oder so. Ja, ja, stimmt, stimmt. Na gut, aber da haben wir ja auch dann 5 Tore geschossen in der 2. Halbzeit. Schade. Schön. Druck machen. Schade. Das war gerade ganz genial. Ey, der Sprecher hier. Oh, wir haben einen Fanclub. Und dann so aus dem Südarm. Echt? Sportclub! 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 Was ist das? Schade. Ach, nicht schlecht. Der Siebner kommt sich ein bisschen verlassen von der Post. Wer? Der Siebner. Der hier. Ach so, ja, das ist der Wartefall auf seine Hand. Der latscht ihn auf und ab. Ah, schade. Das sind Fangespräche. Weiter! Hey! Freunde! Mensch! Von uns auf 50 Leute da. Meinst du, das war schön? Es kommt so ein bisschen raus hier. Auch ein bisschen Sonnenscheinspiel. Ja, sauber.
Ja. Was? Hä, was war das? Ich hab's auch nie gecheckt. Wen er jetzt spielen wollte. Unschuldig. Eigentlich bin ich übelst glücklich, dass das Spiel diesmal auf Sonntag und nicht auf Samstag fällt. Ich überhaupt gar nicht. Ich gestern. Ich habe bis auf Freitag hab schon gedacht, dass es am Samstag ist. Auf Freitag habe ich schon festgestellt, dass es am Sonntag ist. Ich hatte Samstags Parteitag, also deswegen ja. Passt das auch so gut. Oh. Warum? Einfach. Ja, gut. Teppichboden hier. Vorsicht. Ja. Leute! Oh, jetzt. Jawoll! Grün! Na! Wer? Jetzt ist es ins Schön. Okay. 0 zu 2, aber alles okay. Ja, für fast reicht das. Ey, wer gegen den glorreichen DSC mit 2 zu 0 verliert, ist doch noch gut dabei. Was ist denn hier mit der 7? Der wird so oder so nie angespielt. Nee, ist echt so, der rennt die ganze Zeit hier auf und ab, steil, nichts passiert. Aber ich mach jetzt mal schief. Hoffen wir es mal nicht. Wo ist denn jetzt? Jetzt haben sie nicht. Vorsichtig. Schön. Fenster hier einschießen. Ach so eine Scheibe.